Ja, ich möchte auch ein Zeugnis mal geben. Einfach nur ein Zeugnis. Von dem, was mich in den letzten Stunden sehr berührt hat in meinem Herzen. Und dieses Zeugnis dient nicht dazu, mir die Ehre zu geben, sondern dem Herrn Jesus Christus, dessen Knecht und Sklave Andreas und ich aus Gottes Gnaden sein dürfen, als seine Evangelisten. Man hat manchmal Anfechtungen, wo man so in seinem Herzen verhört, ja, was nützt das alles, Arno, auf der Straße zu predigen? Was nützt das, die Leute anzupredigen? Die gehen doch sowieso alle vorbei. Solche Kritik, die wird ja auch öfters immer wieder gesetzt. Manchmal berührt die einen mehr, manchmal berührt die einen weniger. Und dann denkt man sich so, für was machst du das eigentlich alles? Das sind ja menschliche, fleischliche Gedanken, das ist mir schon bewusst. Und gestern ging auf einmal das Telefon und da war mein Bruder Andreas dran und der sagte: Arno, ich möchte dich mal ermutigen. Ein junges Mädchen wird jetzt in seiner Gemeinde getauft, hat sich zur Taufe gemeldet und sie hat erzählt, dass sie eine Straßenpredigt gehört hat in Gummersbach. Und das Thema war, was die Sünde mit Jesus macht. Eine ganz einfache Predigt. Vielleicht habe ich sogar die Videobotschaft noch anders. Wir tun ja unsere Straßenpredigten immer aufnehmen. Vielleicht ist sogar die Überschrift über diese Straßenpredigt anders gesetzt, aber so hat mir das Bruder Andreas erzählt. Und dann hat sie sich wohl auf den Knien, ja, ist vor dem Heiland gegangen und hat sich nochmal den Herrn Jesus Christus ganz neu ausgeliefert. Sie hat wohl mal als Kind eine Bekehrung erlebt. Aber das ist so ihr zu Herzen gegangen, dass sie sich den Heiland ganz neu ausgeliefert hat. Liebe Brüder, liebe Schwestern, das ist mir so nah gegangen, dass ich gesagt habe: Herr Jesus, das hast du jetzt schon ein paar Mal mir zuteil werden lassen, als ein Zeugnis für die Arbeit der Ruhrpott-Mission. Und ich bin Gott so dankbar, dass er uns nicht in so ein Tal hängen lässt, dass er das ab und zu bewusst zulässt. Warum? Weil das gut für unsere Herzensdemut ist, aber dass er auch ganz bewusst dann uns wieder erhebt. Aber nicht in unserem eigenen Ich, sondern in der Bestätigung des Dienstes. Und das tat mir so gut. Aber nicht, weil ich gesagt habe: Oh, guck mal, was der Arno für ein toller Hecht ist. Sondern dass der Herr Jesus Christus sich so zu der Arbeit der Ruhrpott-Mission bekennt. Das tut mir. Das hat mir im Herzen eine Freude ausgelöst, dass ich nur sagen kann, und das ist mir soeben passiert, bevor ich losgefahren bin: Herr Jesus Christus, gehe von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Warum schenkst du Gaben? Und warum hast du mir gerade den Arno diese Gabe des Evangelisten geschenkt und gegeben? So war die Frage, nicht als Einbildung, sondern als Frage. Hast du sowas auch schon mal gehabt, lieber Bruder, liebe Schwester, dass du sagst, das kann sich ja auch auf den Glauben beziehen: Herr, warum darf ich eigentlich glauben? Warum hast du mir, schnöden Sünder, das Wort so offenbart? Warum durfte ich das Heil ergreifen? Und dann kommt immer wieder das Ergebnis raus. Es ist alles, aber auch alles Gnade und Erbarmen.
Das einmal das als Zeugnis. Und ich kann das wirklich sagen. Das kann man jetzt gar nicht irgendwo sich erklären, warum manches so ist, wie es ist. Und weil man es sich nicht erklären kann, weil man manchmal so richtig, wie so ein Bettler vor Christus steht. Der Reformator hat recht, wie ein Bettler. Und dann kommt es ins Herz hinein, dass man sagt, warum, Heiland, ich? Warum? Ich hab dir doch nur Sünde zu bringen. Ich hab doch nichts. Ich kann nichts. Ich bin nichts. Ja, sagt dann der Herr Jesus, ohne mich bist du nichts, gar nichts. Aber lass dir an meiner Gnade genügen, ruft dann der Herr zu. Denn die Gnade ist in den Schwachen mächtig. Und das ist eine große und tiefe Schule Jesu Christi. Eine tiefe Schule. Dass wir erkennen, dass wir nur von eines abhängig sind. Und das ist die beste Abhängigkeit, die es gibt. Das ist die Gnade unseres Heilandes, Jesu Christi. Gnade, die mich gesucht hat. Gnade, die mich gefunden hat. Gnade, es ist alles Gnade. Teure, heilige Gnade. Eine Gnade, die wirklich mit Worten nicht zu beschreiben ist. Die Gnade, die macht sich am meisten da erkenntlich, so wie auch die Liebe Gottes sich da am meisten deutlich macht. Da am Kreuz von Golgatha, da sehen wir die glühende Liebe unseres Vaters im Himmel. Und da sehen wir die heilige Gnade, die Gott hat uns zugewandt. Der Sohn, der von Anfang an bei ihm gewesen ist, der diese Welt geschaffen hat in 6x24 Stunden. Dieser Sohn, der wird zur Schlachtbank geführt. Der, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde geworden. Der, der mit Sünde nichts, aber auch gar nichts zu tun hatte, der hat alles bezahlt für dich und für mich. Was für eine teure Gnade. Das war so ein Zeugnis, was ich euch mal geben wollte. Ein Zeugnis, was mich auch hoch erfreut hat. Und früher habe ich immer gedacht, als die Glaubensväter, die mich geprägt haben, und ich nenne die Namen gerne, weil ich mich gerne an sie zurückerinnere, begnadigte Sünder. Ich denke da an meinen Onkel Heinz Papajewski. Ich denke dort an meinen Bruder Johannes Kolezeitzig, an Bruder Rainer Prokozelski. Ich denke an die Glaubensväter gerne zurück. Erich Koslowski und wie sie alle hießen, die mich mit ihrer Botschaft, mit ihrer Bruder Helmut Rutzers nicht zu vergessen, die mich mit ihrer Botschaft stets beglückt haben, die mir den Heiland groß gemacht haben. Ich denke und höre immer wieder so gerne die Predigten vom Pastor Willem Busch. Ich höre so gerne das Rufen zum Glauben von Bruder Heinrich Kemner. Bauern Jesu Christi, Bauern Jesu Christi, sie waren sich bewusst für die Aussaat, für das Sehen, Pflügen, Ecken und was ein Bauer macht. Da bin ich für zuständig, o Herr. Für die Ernte, für die Früchte der Ewigkeit, Herr, bist du zuständig. Ich predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Ich darf aus Gottes Gnaden das Wort predigen, das Wort vom Kreuz. Das darf ich tun. Es ist dein Erbarmen und deine Gnade, dass du dann die Menschen ziehst und suchst und die Herzenstür der Menschen dir öffnest, damit du ihnen ein neues Herz schenken kannst. Jesus rettet, Jesus siegt. Das ist auf ewig ausgemacht.
In Jesu Namen. Amen.